Ihr Lieben, im heutigen Video geht's um Eddie und mich. Nein, natürlich nicht. Es geht nicht um Eddie, es geht um was ganz anderes. Es geht um Hochsensibilität. Was ist Hochsensibilität? Warum sind sehr viele Seelenpartner beide hochsensibel? Nicht immer, aber ganz oft. Und was ist der Segen davon, das zu sein? Und was ist aber auch so der Fluch gewissermaßen? Denn nicht alles ist so dolle, wenn man das ist. Da kann ich wirklich viel erzählen. Und da fange ich heute auch mal mit an, mit dem ersten Video zum Thema Hochsensibilität, Segen und Fluch zugleich. Bleibt dran, gleich geht's los. Herzlich willkommen zu diesem Video. Tiere sind ja ganz normalerweise hochsensibel und es ist auch völlig normal, dass sie eine starke Intuition haben und eine sehr starke telepathische Aufnahmefähigkeit und Verbindung. Wenn du Tiere hast, dann kennst du das sehr wohl. Du denkst etwas, wie ich zum Beispiel gestern, dachte ich, ach, könnte ich mal Futter vorbereiten, war aber nicht Essenszeit. Und ich habe es nur gedacht. Klack, klack, die Katzentür ging, erstes Kätzchen da, klack, klack, das zweite Kätzchen da. Und ich dachte wieder mal, wie so schön es mir bestätigt wird, wie stark diese telepathische Verbindung zwischen Mensch und Tier werden kann oder wer das schon ist. Vor allem, wenn sie auch länger schon bei dir leben und sie dich und deine Gewohnheiten, deine Ausstrahlung kennen. Das Gleiche ist auch bei Seelenpartnerschaften. Viele von euch berichten mir immer wieder, wie stark sie den anderen, die andere spüren, auch wenn sie es nicht wollen. Ja, stimmt, das ist eben ein Teil der Hochsensibilität, dass du etwas fühlst, ich habe mir die Haare gewaschen, ich hänge mit meinem blöd hier rum, wie ich gerade sehe. Ja, die Haare sind manchmal auch ein Segen und Fluch zugleich, genau. Allerdings, sie sind es bis zur Hüfte fast schon wieder lang. Die wachsen bei mir wie verrückt. Ich weiß nicht, was ich mache. Ich esse gut, klar, aber sie wachsen besser, als ich jung war. Jetzt bin ich aber 60 und sie wachsen besser wie mit 30. Das ist schon echt verrückt. Da kann man sehen, was gute Ernährung ausmacht. Und vor allem die negativen Programme weggeschoben, weggewischt und neu programmiert zu haben. Doch bleiben wir beim Thema Hochsensibilität. Viele Seelenpartnerschaften sind genau auf dieser Basis aufgebaut, dass sehr viel Feinfühligkeit und Hochsensibilität die Basis ist und dir vielleicht erst da so richtig klar wird, dass du es ja im Grunde immer schon gewesen bist, hochsensibel. Es dir allerdings möglicherweise nicht so aufgefallen ist. Mir fiel das schon recht früh auf. Ich war noch jung, klein, im Kindergarten. Da hieß es immer, ach Helga, die Heulsuse, die heult halt ständig gleich los und ist immer so gleich so eingeschnappt und so überempfindlich, hieß es dann. Sei doch nicht so empfindlich. Tja, kennst du vielleicht auch, überempfindlich. Was habe ich immer geweint und mitgefühlt, wenn irgendjemand gelitten hat. Konnte niemand verstehen und ich selbst konnte es am wenigsten verstehen, denn ich fühlte mich tatsächlich etwas, wie soll ich sagen, außen vor. Ich gehörte nicht wirklich dazu, weil niemand war so wie ich, als ich klein war. Ich kannte niemanden außer mich. Und das war unangenehm. Ich dachte, ich bin falsch. Irgendwas stimmt mit mir nicht. Wurde mir auch gesagt, Helga, du bist anders wie andere. Wir verstehen es nicht. Warum bist du nicht so wie andere, so robust und resolut und so? Tja, ich habe gesagt, ich weiß es auch nicht. Weil damals gab es diese Beschreibung hochsensibel, empathisch nicht. Es ist einfach überempfindlich. Kein schönes Wort. Eingeschnappt, auch kein schönes Wort. Nah am Wasser gebaut. Ja, ich habe damit lange gehadert, mit diesen ganzen Beschreibungen, die mir ja nicht gerecht wurden, denn ich war auch sehr in mich zurückgezogen mit der Zeit. Denn draußen die Welt war so, wie sie mir nicht gefiel. Brutal, egoistisch, unempathisch, übergriffig. Und dann habe ich mich natürlich aus Schutzgründen immer mehr in mich zurückgezogen, was auch nicht gut ankam. Es hieß dann, träum nicht so viel,
Was träumst du denn schon wieder? Schau doch mal in die Realität, Helga. Und zieh dich nicht ständig in dein Schneckenhaus zurück. Ja. Alles das kenne ich nur so gut. Und dir mag es möglicherweise genauso ergangen sein und ergehen, denn wenn wir sensitiv sind, brauchen wir Rückzugsraum. Und das habe ich zum Glück schon recht früh erkannt und habe mir das auch immer geholt. Zum Leidwesen meiner Familie, meines Bruders und vielen anderen auch. Auch meiner späteren Lebenspartner. Dieser Rückzug war für mich auch Erholung und Neuorientierung und Verarbeitung dessen, was ich die gesamte Zeit auch nicht wissend rein empfindsam über meine feinen Fühlzotten aufgenommen hatte. Und das war nicht immer ganz leicht. Denn es gab ja vieles um mich herum, was nicht so lief und was mich stark belastet hat, auch die Beziehungsebene teilweise. Die Arbeitswelt war für mich besonders hart. Da ging es so hart zu, so mit Egoismus und so ein bisschen Mobbing und Übergriffigkeit. Und ich konnte das nicht verstehen, wie Menschen miteinander so schäbig umgehen konnten. Das war für mich echt ein Rätsel. Ist es bis heute ein Rätsel? Ich kann es nicht verstehen. Das heißt, hochsensibel zu sein ist ein Segen. Ja, du bekommst viel mit, du kannst viel aus dem machen, wie ich es dann gemacht habe. In meine Berufungsarbeit bin ich reingeführt worden dann mit 48 und habe dann angefangen, so Stück für Stück das, was ich heute mache, weiterzuentwickeln. Und da war meine Hochsensibilität ein ganz, ganz wichtiger Meilenstein und Faktor, der mir all das ermöglicht hat. Hätte ich die nicht gehabt, hätte ich es nicht machen können. Also das ist der Segen an der Geschichte. Ich fühle rein, bekomme Infos in den Gesprächen, sehe genau, wo wir hinschauen müssen. Und dann können wir es auch schnell in die richtigen Bahnen lenken für dich, der anruft, damit du weiterkommst. Und das ist der totale Segen und dieses wunderbare Geschenk der Feinfühligkeit, der Hochsensibilität. Der Nachteil ist, es belastet mehr, als du dir vielleicht denkst oder fühlst. Wenn ich unter Menschen bin, habe ich früher mich hinterher oft ganz übel gefühlt. Wenn ich eingeladen war irgendwo, auf einer Familienfeier zum Beispiel. Es war eher schön und dann war ich daheim, dann war ich völlig geschafft. Oder auch schon währenddessen habe ich mich rausnehmen müssen, war mal kurz verschwunden für eine Viertelstunde und dann hat es geheißen, wo warst du denn so lange? Ich sage, ja, auf dem Klo oder was weiß ich, was ich für Ausreden gefunden hatte. Weil auch da habe ich schon gemerkt, wenn zu viel Trubel war, zu viel Input, Lautstärke, Gesprächslautstärke oder laute Musik, dann ging das nur eine Zeit lang gut und dann musste ich mich rausnehmen. Ist ein Teil der Hochsensibilität, die viele haben. Und es als Manko empfinden, als Nachteil. Ja, ist es ja auch teilweise. Du kannst halt nicht so lange durchpowern, nicht so viel Dinge gleichzeitig vielleicht aufnehmen oder halt, besser gesagt, nicht aufnehmen, weil die das nicht so an sich ranlassen, die nicht so viele Aufnahmemöglichkeiten gleichzeitig haben, die Hochsensible, die können das sehr wohl lange aushalten. Stundenlang die gleiche Musik und immer tanzen, tanzen. Ja, und dann irgendwann sind sie immer noch fit. Und das war ich halt nicht. Also Hochsensibilität ist tatsächlich beides gleichzeitig. Und du darfst tatsächlich lernen, mit dieser Gabe und diesem Geschenk perfekt umzugehen. Und das ist eben bei jedem Mensch völlig unterschiedlich. Das heißt, du darfst erkennen, was tut dir gut, wo ist es zu viel und dich dann auch rausnehmen, wenn du merkst, es ist zu viel. Ich habe das glücklicherweise sehr früh gelernt. Das war gut, es gelernt zu haben. Ich habe mir damit natürlich nicht unbedingt Freunde gemacht, sondern eher, ja, Helga ist halt seltsam. Helga ist halt nicht so normal wie andere. Helga ist ein bisschen verrückt. Gut, mit diesem Makel oder diesem Stempel habe ich dann gelebt und zwar ganz gut, muss ich sagen, weil ich habe sozusagen so ein bisschen ein dickeres Fell wachsen lassen und habe gesagt, na gut, ist halt so. Ich habe dann sehr schnell gelernt, selbstbewusst damit umzugehen, zu sagen, ja, es ist so, dafür habe ich halt Fähigkeiten
die du nicht hast. Ich kann zum Beispiel wissen, wie das Wetter in 3 Wochen wird oder was vielleicht in den nächsten Tagen passiert oder in der Firma Neues auf uns zukommt. Da wurde ich immer als Orakel gefragt, Helga, was passiert Neues? Sag ich, ja, es gibt wieder einen Wechsel in der Führungsetage oder keine Ahnung, was da wieder anstand. Das war natürlich gut, war gern genommen, wenn ich mal so ein Wissen freiwillig dann rausgeben konnte. Aber wenn ich wieder mal so seltsam drauf war, hat es geheißen, Helga, bist schon wieder nicht gut drauf, was ist schon wieder los? Ja, das ist eben das. Das ist halt nicht immer so auf ein wohlwollendes Auge gefallen. Nicht bei allen, bei vielen war ich dann eben als die übersensibel im Gespräch, klar. In Ordnung. Sensibilität hat eben genau diese beiden Seiten. Der Vorteil, du spürst viel, bekommst viel mit, hast eine total gute Wahrnehmung, weißt, wie es Menschen geht, auch den Tieren. Du fühlst viel vorher, kannst dich schon darauf einstellen und hast einfach eine feine Wahrnehmung, die dir in deinem Beruf durchaus Vorteile verschaffen kann und wird, wenn du es zu nutzen weißt. Wenn du allerdings das nicht zu nutzen weißt und es dir wie ein Makel erscheint und du dagegen ankämpfst und es weghaben willst, dann passiert genau das Gegenteil, dass es immer unangenehmer wird und du dich immer weniger dazugehörig fühlst in der Welt, in deiner Gemeinschaft, deinen Freunden, deiner Kollegenschaft. Und du wirst mit der Zeit immer unzufriedener werden. Das höre ich ganz oft in den Beratungen. Ja, ich weiß gar nicht, was ich habe. Ich komme nicht gut an mehr. Ich komme nicht weiter. Ich enge mich selber ein. Ich locke mich selber aus. Ja, klar, weil du erkennst dich nicht an, wie du bist. Und dadurch bist du immer gegen dich. Nicht für dich. Du bist immer gegen dich. Du willst dich immer verändern. Anders sein, wie du bist. Geht aber nicht. Du bist ja, wie du bist. Also allen Hochsensiblen kann ich immer nur empfehlen, nimm dich so an, wie du bist, liebe dich so, wie du bist. Und wenn es dir noch nicht ganz so gelingt, dann lerne es, dich so anzunehmen, wie du bist. Und schätze dich so, wie du bist. Das fängt mit der Selbstliebe logischerweise an, dem Selbstwert und dann das Selbstvertrauen und das Selbstbewusstsein kommen dazu, damit du das, was du wirklich bist, immer schon gewesen bist, vollends ausschöpfen kannst und dein volles Potenzial damit auch entwickeln kannst. Wichtig, ganz, ganz wichtig. Was ich sehr gut fand, ist, dass ich irgendwann in diesem Leben das große Geschenk bekam, meiner Dualseele zu begegnen. Und er ist ebenfalls hochsensibel, hochsensitiv. Und wir konnten von Anfang an auf dieser Basis uns total gut ergänzen, austauschen und natürlich vor allem auch unterstützen. Denn zum allerersten Mal in meinem Leben fühlte ich mich total verstanden. Wir verstanden uns ohne Worte, sowieso. Bis heute ist es ja so. Wir verstehen uns ohne Worte, telepathisch. Wir haben die gleichen Denkweisen, Sichtweisen, dieses gleiche offene Herz, die Fähigkeiten, Menschen zu lesen, zu unterstützen. Und das war etwas, was ich heute als Riesengeschenk empfinde, das bekommen zu haben. Denn ich weiß nicht, wo ich heute wäre, wenn das nicht geschehen wäre. Ich würde wahrscheinlich nicht in meiner Berufungsarbeit heute das machen dürfen, was ich mache seit über 12 Jahren. Ich wäre immer noch auf der Suche nach dem, was für mich vielleicht arbeitsmäßig stimmig wäre. Weil bis dahin hatte ich es nicht wirklich gefunden. Da war ich immer so im Zweifel, na ja, ich kann vieles, ich kann wirklich extrem vieles gut. Und das ist bei vielen Hochsensiblen so, sie können ganz viel ganz gut. Aber was ist das, was du wirklich tun willst? Was dein Herz und dein Empfinden dann hüpfen lässt und vor Freude, ja, du könntest dauernd vor Freude singen, jubilieren, tanzen. Das ist die Berufung, die dir dann zufällt, wenn du bereit bist und wenn du auch bereit bist, den Weg zu gehen. Und das ist mir eben geschenkt worden mit dem Weg, diesem Dualseelenweg, den ich zu gehen hatte und mit meiner Dualseele diesen Austausch zu haben auf dieser totalen Augenhöhe.
was für mich heute betrachtet, also sozusagen nachdem ich diesen Weg durchlaufen habe, diesen Dualseelen-Lernweg, wie ich es mal nenne, der garantiert kein leichter ist, da kann ich dir wirklich voll zustimmen, das ist schon eine straffe Hausnummer, die härteste Ausbildung, die ich in dem Leben tatsächlich erfahren habe. Doch mit der Begegnung mit meiner Dualseele ist etwas losgelaufen, das ja für uns beide so bestimmt war, kann man ganz klar so sehen. Zum allerersten Mal habe ich mich voll verstanden gefühlt von einem anderen Menschen und er sich ebenso. Denn wir sind beide hochsensibel, feinfühlend, sind empathisch, spüren mehr wie andere. Und das war als Kind uns beiden auch schon bewusst gewesen. Und wir haben immer dagegen auch angekämpft, mal mehr, mal weniger, er wie ich. Und da hat aber ein so tolle Basis von Anfang an, uns darüber bewusst zu werden, über unsere Gespräche, über unser uns mitteilen, wie wir es erlebt haben. Ich auch gesagt habe, ja, so ging es mir auch, ja, ja, genau, ging es dir auch so wie mir, ja, ja, genau. Und das war zum allerersten Mal, fühlte ich mich vollkommen angenommen, so wie ich bin, mit diesen feinen Facetten, diesen feinen Fühlzotten, dieser Empathie, dieser Telepathie, dieser Intuition und diesen Fähigkeiten, die wir beide ja nur teilweise den Zeitpunkt gelebt haben. Und was für uns beide ganz wichtig war, unsere Begegnung war wichtig für uns beide, damit wir, jeder für sich, den Weg in die Berufung weitergehen kann. Ich für mich und er für sich. Und ich weiß nicht, wo ich heute wäre, vermutlich nicht in meiner Berufungsarbeit, garantiert nicht, wenn ich diesem Menschen nicht begegnet wäre und diesen Weg durchlaufen hätte und all diese negativen Stempel, die mir ja aufgedrückt wurden durch die Erziehung, durch die Gesellschaft, durch ich selbst mir aufgestempelt habe, ja, ich bin irgendwie komisch, nicht gut genug und wie auch immer, das alles konnten wir über unsere Spiegelung, über unser Sein im Jetzt, in dieser großen Liebe, dieser Wahrnehmung, die wir immer voneinander hatten und auch haben bis heute, und dieser telepathischen Verbindung, die nicht von dieser Welt ist, kann man ja so fast sagen. Über diesen Weg sind wir beide Stück für Stück über uns hinausgewachsen, bei uns angekommen, in unserem wahren, wirklichen Sein, in unserer Berufung. Und ich bin so dankbar, dass mir das geschenkt wurde, wenn ich auch während ich den Weg gehen musste, jetzt nicht so dankbar war. Da habe ich auch ziemlich gejammert und geweint, auch geflucht, weil ach, es ist schon ein tapfer Weg, kann ich dir nur bestätigen. Ja, es ist so. Ich will das nicht schönreden. Es ist einfach tough und anspruchsvoll. Allerdings für mich und für ihn haben sie da Türen geöffnet, die vorher nur angelehnt offen waren, also so, sie waren schon ein bisschen geöffnet, aber sie sind nicht durchgegangen. Wir hatten Angst, da reinzugehen, uns das alles anzuschauen, diese großen Fähigkeiten auch zu leben. Ich habe ja vor Wochen wieder mal diesen schönen Satz gelesen, der Mensch hat Angst vor seiner wahren Größe. Das ist die wirkliche Angst, diese wahre Größe zu erkennen und zu leben und das nach außen zu zeigen und damit auch zu der Einzigartigkeit, der Einmaligkeit, die du ja bist, die jeder Mensch ist, zu stehen. Das erfordert schon sehr viel Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein und Selbstliebe und so weiter. Und wenn ich heute rückblickend nachfühle und vor der Entscheidung nochmal stehen täte, ob ich diesen Weg gehen würde, würde ich sagen, ja, er wird hart, anspruchsvoll, allerdings lohnt sich. Ich mach's. Und genau das wünsche ich dir auch, dass du diesen Weg zu dir gehst, zu deinem wahren Sein gehst und in dir ankommst. Und das, was du bist, nach außen strahlst. Das ist so entscheidend wichtig. Gerade in dieser Welt, in der wir zurzeit leben, die sich so stark verändert, wo so viel möglich ist und
so viel Potenzial in dir schlummert. Und jetzt zum Schluss des Videos ein kurzer Hinweis, wenn du dieses Potenzial, das in dir ja schlummert und du hochsensibel bist, du möglicherweise diesem Seelenpartner begegnet bist und nicht weiter kommst oder wo immer du auch gerade stehst, momentan in deinem Leben, kannst du dieses Potenzial wie ein Geschenk annehmen, auspacken und leben. Und dafür habe ich ein neues, wunderbares Unterstützungstool ins Leben gerufen, nämlich die Seelenessenz Masterclass. Die wird im Mai starten. Und jetzt am Ostermontag, also morgen, ist es schon Ostermontag, kannst du kostenlos reinschnuppern. Und ich stelle dir einfach vor, was ich mache, wie ich es mache, um was es geht, was der Sinn dahinter ist und wie du davon profitieren kannst. Und du kannst mir auch gern morgen schon Fragen mitbringen, die dich beschäftigen. Wir schauen rein und finden Antworten, damit du dein Geschenk, das du mit dem Leben, mit dem Ankommen hier auf dieser Erde schon mitgebracht hast, auspackst, anschaust und vor allem lebst. Und wenn du jetzt sagst, ja, da will ich auf jeden Fall mit dabei sein, morgen am Ostermontag, 1. April, 17 bis ca. 19.30 Uhr, dann findest du unterhalb des Videos in der Infobox einen Anmeldelink. Einfach draufklicken, eintragen, anmelden und schon bekommst du den Zugangslink für den Zoom-Raum zugeschickt. Und vielleicht sehen wir uns morgen Abend, Nachmittag, 17 Uhr. Ich freue mich sehr und wünsche dir eine gute Zeit, gutes weiter vorankommen, ankommen und genießen. Von Herzen alles Liebe, deine Helga.